Die Natur ist vielfältig. Sie ist eine Künstlerin, eine Malerin, aber auch eine Medizinerin. Was der Mensch weiß, hat er von ihr gelernt. Der Mensch nutzt schon seit Anbeginn der Zeit die Wirkstoffe von Pflanzen. So auch die Wirkstoffe der Arnika oder lateinisch Arnica montana. Gelb blüht diese Blume zwischen Mai und August. Die restliche Zeit versteckt sie ihr Aussehen vor Spaziergängern, Wanderern und Naturliebhabern. Die Arnika ist eine sensible Pflanze, aber strotzt vor Kraft. Wolfsblume oder auch Bergwulferlei wird sie genannt. Sie liebt die raue Bergwelt, kalte Winter und intensive Sonne. Ja, die Arnika ist eine typische Pflanze des Berglandes. Und sie braucht mäßig nährstoffreiche, nährstoffarme Böden und gute Wasserversorgung, wächst vor allem in Magerrasen, Bergwiesen und in lichten Heiden. Sie braucht vor allen Dingen Platz. Als Beispiel können ihre Samen nur keimen, wenn die Offenbodenstellen in den Wiesen und in den Magerrasen haben, wo die dann auf offener Erde ihre Wurzeln auch ausbringen können. Und nur so kann sie sich dann vermehren. Über 150 Wirkstoffe hat man bereits in ihr entdeckt. Arnika kann Entzündungen hemmen und hilft bei Prellungen, Zerrungen und Muskelkater. Sie ordnet das verletzte Gewebe und fördert so Heilungsprozesse. Die Arnika ist einfach eine Pflanze, die absolut faszinierend ist, weil sie auf der einen Seite in der Schulmedizin wunderbar eingesetzt werden kann. Das heißt, wir haben Studien, die beweisen, dass die Arnika etwas bringt. Sie ist eine wertvolle Pflanze innerhalb der Homöopathie, innerhalb der Phytotherapie und auch in der anthroposophischen Medizin. Das heißt, sie integriert Aspekte von allen medizinischen Richtungen. Und das ist etwas absolut Einzigartiges, was es so nur sehr, sehr selten gibt. Dr. Wilkens ist führend in der Verwendung der heilenden Kraft der Arnika. In Bad Steben im Landkreis Hof behandelt er an der Alexander-von-Humboldt-Klinik Patienten mit verschiedenen Krankheiten, zum Beispiel Schlaganfallpatienten. Auch sie können von der heilenden Kraft der Arnika profitieren. Ja, ich habe die Arnika bekommen, nachdem ich im Jahr 2010 eine Hirnblutung, sprich einen Schlaganfall hatte. Und die Arnika in Verbindung mit Schlangengift in homöopathischen Dosen, versteht sich, hat mir geholfen, diese Krankheit, die ich mit allen Anzeigen eines Schlaganfalls hatte, zu überwinden. Heute bin ich wieder absolut hergestellt. Ich treibe Sport, ich fahre Ski, ich spiele Tennis. Ich habe keine gesundheitlichen Probleme mehr. Ich kann das selbstverständlich nicht beweisen, aber ich persönlich bin überzeugt, dass das auf die Arnika zurückzuführen ist. Die Arnika kann noch mehr. Jutta Rödel hat seit 1987 Multiple Sklerose. Ihr Leidensweg wird durch die Behandlung von Dr. Johannes Wilkens mit Arnika gemildert. Ihr Leben ist so ein Stück erträglicher geworden. Es hat keine Nebenwirkungen. Mir ging's gut dann. Und wie gesagt, wenn ich jetzt merke, es kommt wieder irgendwas von der MS, spritzt mein Mann mich sofort und 2-3 Stunden später alles vorbei. Keine Schmerzen spüren. Für Jutta Rödel nach langer Zeit ein erlösender Moment. Das alles dank einer kleinen gelben Blume. Doch ohne Förderung von Studien und deren medizinischer Weiterentwicklung sind der Forschung und auch den Medizinern die Hände gebunden. So würde vieles verborgen bleiben, was die Pflanze noch alles leisten kann. Zentraler Förderer ist die Karl und Veronika Carstens Stiftung aus Essen, die unterstützt wird von dem Förderverein Natur und Medizin. Dr. Henning Albrechts ist Mitglied des Vorstands der Carstens Stiftung. Er setzt sich seit Jahren vehement für die Arnika ein. Forschungsförderung für die Homöopathie ist ganz wichtig, weil die Homöopathie ständig und auch gerade in dieser Zeit wieder verstärkt unter Beschuss steht. Seitens skeptischer Wissenschaftler. Und um Arnika oder überhaupt auch die Homöopathie und die homöopathischen Arzneimittel auf Dauer in unserem Medizinsystem
erhalten zu können, muss dazu geforscht werden. Und das ist die Aufgabe der Carsten-Stiftung Natur und Medizin, die Förderung der Forschung zu Naturheilkunde und Homöopathie. Ich selber würde dafür plädieren, dass man gerade jetzt, dass man Forschung verstärkt Anstrengungen macht in Richtung innere Blutung und vor allen Dingen natürlich MS. Ja, das sind die beiden für mich jetzt die Forschungsgebiete, die es noch auszuleuchten gilt, um zu gucken, wie viel bringt sie tatsächlich. Doch das Überleben der Arnika ist gefährdet. Veränderungen in der Landwirtschaft und die hinzugekommenen Umwelteinflüsse haben den Bestand in den letzten 50 Jahren extrem dezimiert. Waren früher viele Wiesen gelb gefärbt von der leuchtenden Kraft der Arnika, sind heutzutage nur noch ein paar kleine Flecken übrig. Diese würde es ohne besondere Unterstützung auch gar nicht mehr geben. Regina Saller vom Landschaftspflegeverband Hof und Thomas Plachnik leiten das Bundesprojekt Biologische Vielfalt im Hofer Land. Sie haben sich für den Erhalt und die Verbreitung der Arnika eingesetzt und mit viel Engagement den Zuschlag für das Bundesprojekt bekommen. Also das, was wir hier machen, ist ein Pilotprojekt, das deutschlandweit einzigartig ist. Und in dem Bundesprojekt gibt es eben eine Liste mit 15 Arten, die deutschlandweite Bedeutung haben. Und eine davon ist die Arnika. Und nur aus diesem Grund können wir die Pflanze jetzt wieder vermehrt fördern und anbauen. Und indem man die Arnika-Pflanze fördert, fördert man aber auch viele andere Arten. Man fördert andere Magerrasenarten, die auf solchen Flächen vorkommen, sei es Tier- oder Pflanzenarten, aber auch man erhält Lebensraumtüten. Auch das ist biologische Vielfalt. Im Rahmen des Bundesprogrammes Biologische Vielfalt will der Landschaftspflegeverband Hof auf den Waldwiesen des Rehauer Forstes und im nördlichen Fichtelgebirge den Rückgang der Arnika stoppen und sie regional wieder als Heilpflanze nutzbar machen. Schließlich ist die Arnika schon immer heimisch im Hofer Land und wird dort auch schon immer genutzt. Das Ernten damals genauso beschwerlich wie heute. Und auch die Erkenntnis um die heilende Wirkung ist nicht verloren gegangen. Deshalb wird neben dem Erhalt auch die medizinische Nutzung vom Bundesprojekt gefördert. Erstmals wird die Arnika zu medizinischen Zwecken gesammelt und zur Weiterverarbeitung vorbereitet. Also die Ernte der Arnika ist sehr aufwendig und schwierig. Es ist ja so, dass die Arnika eine streng geschützte Art ist. Man darf keinerlei Pflanzenteile entnehmen, keinen Samen, keine Blüten und sonst auch nichts. Und wir haben, um die ernten zu können, eine Sondergenehmigung von der Regierung von Oberfranken im Rahmen des Projektes. Wir müssen genau aufschreiben, was wir machen. Dann muss man planen. Dann muss man den Landschaftspflegetrupp vom Maschinenring beauftragen, bestimmte Arbeiten auszuführen, entweder mit der Hand, mit der Hacke oder mit der Maschine. Diese Daten haben wir dann bei der Regierung von Oberfranken eingereicht und daraufhin haben wir einen Bescheid bekommen, auf welcher Fläche wir wie viele Blüten ernten dürfen. Das sind circa ein Fünftel der Blüten, also 20% dürfen wir entnehmen. Der Rest der Blüten bleibt auf der Fläche, um eben den Bestand und die Vermehrung nicht zu gefährden. Bei der Ernte wird hierbei auf besonders behutsames Pflücken Wert gelegt. Mit der Schere werden die Blumenköpfe abgeschnitten und gesammelt. Im Naturhof Fassmannsreuther Erde wird der technische Fortschritt genutzt und zeitgemäß getrocknet. Dabei wird die Trocknungszeit erheblich beschleunigt, aber die Inhaltsstoffe genauso wie beim traditionellen Trocknen im Inneren behütet. Wie kleine Sonnen ruhen die kleinen Blüten dann mehrere Tage bei angenehmen 40 Grad. Nach dem Trocknungsprozess wird die Pflanze dann in der Apotheke von Dr. Uwe Leonard weiterverarbeitet. Nach genauen Vorgaben entsteht dort die Tinktur aus der Blüte der Arnika. Ein Prozess mit mehreren Arbeitsschritten ist notwendig, um die heilende Kraft aus der Pflanze zu gewinnen. Doch der mehrtägige Arbeitsaufwand lohnt sich. Schließlich wird diese Tinktur schon seit Jahrhunderten in vielen verschiedenen Bereichen verwendet. Eine Tradition, die auch in der regionalen Politik hohe Anerkennung findet, durch verschiedene Maßnahmen gefördert und unterstützt wird. Der Landkreis Hof zusammen mit dem Landschaftspflegeverband hält die Flächen offen. Am Heidberg bei Zell mähen wir einmal im Jahr den ganzen Berg, der ist einen Kilometer lang, und beweiden den. In den Monaten Juli bis Oktober mit Schafen. Zudem führen wir mit unseren heimischen Landwirten mechanische Maßnahmen durch. Also wir verletzen absichtlich den Boden oder placken den Oberboden ab. Das fördert die natürliche Aussamung der Arnika.
Eine derartige Bodenbehandlung ist nicht mehr jedem Landwirt aus ertragstechnischem Aspekt möglich. Vielmehr stehen die Ernte und die Lebensgrundlage im Vordergrund. Wurden früher noch mit Hand einzelne Bereiche gemäht, haben Maschinen heute die Bewirtschaftung der Flächen übernommen. Die benötigte Bodenbehandlung für die Arnika somit abgeschafft. Der Landschaftspflegeverband kennt diese Problematik, orientiert sich daher neu. Es machen heute nur wenige Leute noch Landwirtschaft und die brauchen Maschinen, Maschineneinsätze und die müssen auch in Ertrag erwirtschaften, von dem sie leben können. Also man kann nicht mehr zurück in die Landwirtschaft für über 100 Jahre. Wir müssen halt schauen, dass wir die Restflächen, was wir haben, so bewirtschaften, dass wir die Annika dort erhalten und vermehren. Aber das müssen wir auch tun mit heutigen Methoden. Wir haben ja schon gesagt, wir setzen einen Sportplatzregel ein. Wir rufen es auch nicht von Hand raus. Das ist einfach nicht mehr umsetzbar. Doch was umsetzbar ist, ist der bewusste Umgang mit der Arnika und ihrem gewohnten Umfeld. Lohnt es sich doch, diese Pflanze, die im Hofer Land heimisch ist und schon vor Hunderten von Jahren ganze Landstriche gelb gefärbt hat, zu schützen und zu erhalten? Schließlich ist die Arnika eine Pflanze mit heilender Kraft aus der Natur.